Herzlichen Dank, Herr Wolter-Wojans, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen der Schwarzkopf-Stiftung zu dieser Veranstaltung heute Abend. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Wolter-Wojans heute über Weichen für die Zukunft solidarisch, sozial und europäisch aus der Krise diskutieren dürfen. Moderiert wird der Abend heute von Heidi Marlene Breuer vom Jacques Delors Center, wo sie die Öffentlichkeitsarbeit leitet. Genau, bevor ich auch das Wort abgebe, nur zwei kurze Bemerkungen. Fragen sind möglich, schriftlich wie mündlich. Wenn Sie die mündlich stellen wollen, per Handhebefunktion, dann schalten wir Sie zu. Das wird nur über Audio passieren, dann können Sie die Fragen direkt stellen. Schriftlich wird es von der Moderation sonst weiter an unseren Gast weitergegeben. An dieser Stelle nochmal herzlich willkommen, Herr Wolter-Wojans, herzlich willkommen, Heidi, und damit würde ich das Wort übergeben. Okay, ich starte einfach mal in der Annahme, dass Herr Wolter-Wojans Internetverbindung durchhält. Herzlich willkommen auch von mir. Wir würden das Gespräch heute Abend folgendermaßen gerne gestalten. Und zwar würde ich Sie, Herr Wolter-Wojans, einmal kurz vorstellen. Danach haben wir die Hoffnung, dass Sie uns einen spannenden Impuls liefern. Ich habe dann ein paar Fragen vorbereitet im Anschluss. Und dann werden wir das Gespräch aber auch relativ schnell öffnen für eure und ihre Fragen, die, wie gesagt, schriftlich und mündlich eingereicht werden können. Da sehe ich auch schon, da hebt schon jemand die Hand. Wahnsinn, dabei ist da noch gar nichts gesagt. Das scheint jemand zu sein, der die Zeit genutzt hat, um sich schon eine Frage zu überlegen. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne das Gespräch dann erst später öffnen, aber schon mal schön gezeigt, wie das geht mit der Handhebefunktion und dass wir das auch sehen. Genau, bei der Schwarzkopf-Stiftung gibt es ja eine positive Altersdiskriminierung. Wir freuen uns deshalb besonders über die Fragen und Beiträge von den jungen Zuschauern und Zuschauerinnen. Das lässt sich natürlich im virtuellen Raum so ein bisschen schwieriger managen aus meiner Perspektive, als wenn wir jetzt zusammen im Raum sitzen würden. Aber genau, also junge Menschen, Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen, fühlt euch besonders aufgefordert und besonders motiviert, teilzunehmen an der Diskussion. Herr Wolter-Wojans, ich würde jetzt direkt mit Ihnen starten. Sie sind geboren in Krefeld in der Nähe von Köln. Sie sind aktuell 67 Jahre alt. Sie haben in Bonn VWL, also Wirtschaft, studiert und in Köln promoviert. Sie waren Regierungssprecher in NRW und Staatssekretär sowohl in NRW als auch im Saarland. Und Sie waren von 2010 bis 2017 Finanzminister von NRW und haben sich da einen Namen gemacht, weil Sie nämlich unter anderem CDs mit den Namen von Steuerhinterziehern gekauft haben. Sie haben deshalb auch den Spitznamen Robin Hood der ehrlichen Steuerzahler bekommen. Haben sich, glaube ich, dann auch an Karneval mal als Robin Hood verkleidet. genau, und Sie haben. Weil ich unter anderem mal das Kostüm geschenkt bekommen habe, habe ich gesagt. Verstehe. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Zeit als NRW-Finanzminister und Ihren Kampf gegen die Steuerhinterziehung. Und das schien für viele mit Verlaub der gelungene Abschluss Ihrer Politikerkarriere zu sein. Ich habe zumindest zahlreiche Artikel aus der Zeit gelesen, wo Sie schon als Politpensionär gehandelt wurden. Und Sie selbst haben auch in der Presse laut darüber nachgedacht, wie gut man ja in Ihrem Wohnviertel in Köln-Sülz altern könnte und dass ja alles in Rollatornähe sei. Dann kam es aber ganz anders und Sie haben dann kandidiert letztes Jahr mit Saskia Esken um den Vorsitz der SPD und gewonnen. Und Sie sind jetzt also seit November Co-Vorsitzender der SPD und wohnen seitdem auch nicht mehr in Köln, wo alles in Rollatornähe potenziell wäre, sondern in Berlin. Richtig? Ich habe jetzt eine Wohnung in Berlin, aber ich kehre Köln natürlich nicht den Rücken zu. Das geht ja gar nicht. Gut, während Ihrer Kandidatur forderten Sie unter anderem ein Tempolimit, eine neue Steuer auf Bodenspekulationen und höhere Rentenbeiträge für Spitzenverdiener. Das bescherte Ihnen einen weiteren Spitznamen, den ich gefunden habe, und zwar nannte der Spiegel Sie einmal den Bernie Sanders aus Köln-Sülz, da Sie, so der Spiegel, authentisch und glaubwürdig für klare linke Positionen stehen. Ihr Motto haben Sie einmal so formuliert: Die Gelassenheit eines Rheinländers steht einem Durchgreifen nicht im Wege.
Wir freuen uns deshalb jetzt sehr auf einen vielleicht gelassenen, vielleicht auch durchgreifenden Impulsvortrag. Und danach habe ich dann ein paar Fragen an Sie. Bitte sehr. Ja, ich will direkt mit dem beginnen, womit Sie mich vorgestellt haben, nämlich dass das, was ich in meinem bisherigen Leben getan habe, ja nicht irgendwie ein Selbstzweck war, ich sage jetzt mal etwa dafür zu sorgen, dass ich eine Steuer-CD in die Hände bekomme, was im Übrigen der Minister selbst so gut wie nie tut. Und es ging auch nicht darum, darüber nachzudenken, wo kann man denn jetzt irgendwo eine Steuer einführen oder erhöhen, sondern es ging mir um die Erledigung der Aufgaben eines Staates. Es geht mir darum, dass diese Aufgaben am Ende nicht umsonst zu bekommen sind und dass vor allen Dingen es auch darauf, dass ein Staat, der Zusammenhalt organisieren und gewährleisten will, dafür sorgen muss, dass es gerecht zugeht. Das heißt, dass das eigentlich alte Prinzip, übrigens nicht eines linken oder sozialdemokratischen Finanzministers, sondern eines Finanzministers aus der Weimarer Republik, Matthias Erzberger, nämlich, dass die starken Schultern mehr tragen als die schwachen. Damit hat er die Progression eingeführt, dass in höheren Einkommens- und Vermögenslagen eben ein größerer prozentualer Anteil beigesteuert werden soll, als in den kleinen Bereichen, dass das für mich auch eine Maßgabe ist. Und wenn man dann sieht, dass sich da viele nicht dran halten, und das hat schon sehr viel mit Europa zu tun, weil Europa sehr unterschiedliche Steuerregeln hat und sich durch diese sehr national abgegrenzten Steuerregeln Lücken ergeben, die geradezu herausfordern für kreative Dienstleistungen, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sagt, das Schließen dieser Lücken und das Behindern dieser Form von Dienstleistungen ist ein ganz wesentlicher Beitrag, um eine Gesellschaft stabil zu halten, und zwar nicht nur die deutsche, sondern eben auch die europäische. Der zweite ist, Sie haben schon mein Alter genannt, 67. Ich bin also 5 Jahre älter als die römischen Verträge und gehöre einer Altersgruppe an, die auf diesem Kontinent die erste ist, ich glaube überhaupt, zumindest seit vielen hundert Jahren, die 67 Jahre alt werden konnte, ohne am eigenen Leib einen Krieg erlebt zu haben. Mein Vater war im Krieg, hat fast seine gesamte Familie verloren. Mein Großvater liegt auf einem ehemaligen Schlachtfeld in Frankreich. Meine Mutter und ich, wir sind jeweils spät geboren, dadurch ist er noch im Ersten Weltkrieg gefallen. Und ich kann dieses Glück, das ich habe, das mir bisher erspart geblieben ist, was ich allein in der Familiengeschichte erlebt habe, und auch die Zielsetzung, dass ich das jungen Menschen weitergeben möchte, dass die auch 67 oder 80 oder 85 werden können und sagen können, ich habe nie auf diesem Kontinent und nie am eigenen Leib einen Krieg erlebt, das ist für mich schon eine Verpflichtung. Und ich finde, dass man, wenn man sich das anguckt, ist das ja kein Zufall gewesen. Das ist ja nicht trotz der Politik und trotz eines europäischen Aufeinanderzugehens und eines Aussöhnens gekommen. Ich bin auch gerne bereit, das nicht auf nur eine Partei festzulegen. Ich glaube, wenn man sich überlegt, wie die zwei alten Herren de Gaulle und Adenauer eine Erbfeindschaft begraben haben, das war sich beide und auch in der Vermittlung für beide in ihre jeweilige Bevölkerung hinein ein enorm mutiger Schritt. Und ebenso war es der, der mich dann am Ende auch in die SPD geführt hat, dass nämlich Willy Brandt in den 70er Jahren oder in den 60er schon eben derjenige war, der mit einer Entspannungspolitik dafür gesorgt hat, dass das ewige sich gegenseitig in Ansprüchen zu überbieten aufhörte. Und damit nach meiner Auffassung eine Grundlage gelegt worden ist, dass wir eben dieses friedvolle Leben in Mitteleuropa jetzt schon so lange genießen können. Und das sind viele, auch aus vielen politischen Überzeugungen, die einfach gemeinsam waren, in einer Zeit, in der man eben auch gleichzeitig erlebt, dass zum Teil jüngere Staatslenker, die nicht 67 sind, offenbar diesen Wert Europas so nicht mehr schätzen. Und dass es eben zunehmend zu nationalen Egoismen kommt, zu einer Rückkehr
der Meinung, dass man alleine die Sache noch viel besser lösen kann und dass man immer rechnet, ist man eigentlich Nettozahler oder ist man Nettoempfänger. Und das ist gerade an der Bundesrepublik Deutschland sehr schön zu zeigen, die eben von Anfang an zu den Nettozahlern gehört und trotzdem diesen Lebensstandard und diese Sicherheit nie hätte erreichen können, wenn es Europa in dieser Form nicht gegeben hätte. Und wenn es uns nicht gelungen wäre, aus einer ursprünglich mal einer Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die vielleicht ganz günstig war als Anfangspunkt, weil man sich da nicht auf Emotionen oder auf Kulturen einlassen musste, sondern einfach auf ökonomische Notwendigkeiten, dass man darüber eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft gebildet hat und die dann weiterentwickelt hat zu einer Europäischen Union, in der wir viel mehr gemeinsam haben als eben nur wirtschaftliche Interessen und vor allem viel mehr gemeinsam haben müssen als wirtschaftliche Interessen. Und insofern habe ich mit diesem Hintergrund das, was ich beruflich getan habe, doch in vielen Phasen meines Berufslebens unter diesen Oberbegriff auch als Europäer zu handeln gestellt. Und damit kommt man auch zu solchen Themen wie einer europäischen Finanzierung, einer europäischen Steuerpolitik. Wir wissen alle, dass die Bundesrepublik bei allen Unterschiedlichkeiten und auch allen Benachteiligungen in bestimmten Regionen des Landes doch im Vergleich zu anderen es immer geschafft hat, dezentraler und ein Stück ausgewogener in der Entwicklung zu sein, was ja immer geholfen hat. Und wenn wir das jetzt übertragen auf Europa, dann heißt das eben auch, dass Dinge wie das, was wir im innerdeutschen Bereich haben, nämlich eine Art Finanzausgleich zu haben, dass man über sowas langfristig und mittelfristig auch in Europa nachdenken muss. Denn diese Bundesrepublik profitiert als Lieferant von Waren von diesem Europa. Sie profitiert als Empfänger von Vorleistungen von diesem Europa. Wir profitieren davon, dass wir reisen können, dass meine Kinder, die mittlerweile zwischen 27 und 33 sind, also durchaus schon im deutlichen Erwachsenenalter im Prinzip außer dem Euro nichts mehr kennen, Grenzen nicht gekannt haben bis vor wenigen Wochen, als sie plötzlich geschlossen wurden. Und ich finde, das zeigt eigentlich, was für eine Verantwortung wir haben, dieses Gebilde, diese Union eben auch zu erhalten und eben auch weiterzuentwickeln. Wenn wir sie nicht weiterentwickeln und stehen bleiben, dann wird sie von denen zerfressen, die anfangen zu glauben, dass sie etwas alleine besser machen können. Es war für meine älteste Tochter war der Beschluss zum Brexit und die Art des America First ein ganz wesentlicher Punkt, sozusagen zum ersten Mal eben schon jenseits der 30 sich für auch einen Eintritt in eine politische Partei, es war nicht ganz zufällig meine, zu entscheiden, aber daran mögen Sie sehen, dass für mich immer auch die Offenheit eine große Rolle gespielt hat, aber dass man eben gemerkt hat, ist, wir können nicht einfach uns zurücklehnen und das, was bislang in den letzten Jahrzehnten zustande gekommen ist, für selbstverständlich halten. Dieses Europa muss jeden Tag sozusagen neu begründet, neu verteidigt werden und das kann man nicht, wenn man nicht schon auch an weitere Schritte an europäischen Einigung denkt. So, jetzt ist Corona natürlich nochmal ein tiefer Einschnitt. Wir erleben, oder vielleicht sollte ich das noch dazwischen schieben, es war schon ein Einschnitt, die Finanzkrise, die im Übrigen natürlich wieder mit dem Thema zu tun hatte, mit dem ich mich viele Jahre beschäftigt habe, mit Wirtschaft und Finanzen, die gezeigt hat, wie skrupellos bestimmte Kreise auf den Ruin von Staaten und von Volkswirtschaften spekulieren. Und dass an dieser Stelle natürlich Wachsamkeit geboten ist, wenn man dieses Europa beieinander halten will. Und wir haben damals Rezepte gefunden, die habe ich seinerzeit schon für falsch gehalten. Und wir haben uns damit auch keinen Gefallen getan, dass wir uns so ein bisschen in die Attitüde zurückgezogen haben. Wir haben ja alles immer in der Vergangenheit richtig gemacht. Wir haben viel Geld verdient als Mitgliedstaat dieser Europäischen Union. Und dann sollen die anderen es doch vielleicht genauso machen. Und wenn die das nicht können, dann kriegen sie vielleicht Geld geliehen, aber dann schicken wir ihnen direkt auch ein paar Kommissare, die genau darauf achten, was sie dann damit zu tun haben. Und dabei ist deutlich geworden, dass eben Europa nicht bloß eine wirtschaftliche und eine Finanzarchitektur ist,
wenn man auf einmal merkt, dass dann andere sich auch abwenden von diesen, die immer sagen, sie wissen, wo es lang geht. Und für mich persönlich, dann komme ich eben an diesen Punkt, dass ich sage, ich möchte auch ein friedfertiges und ein miteinander zusammenleben wollendes Europa erhalten. Das heißt eben, dass man dann eben auch darüber nachdenken muss, wie man als der, sag mal, reichere Partner, der reiche Onkel, ein Stück dieser Verantwortung auch gerecht wird. Jetzt kam eben Corona und ich finde sehr gut, dass wir in einem engen Schulterschluss in der Bundesregierung und auch mit den sich drängenden Parteien und hier auch innerhalb der SPD, wir es geschafft haben, jetzt eine Architektur vorzuschlagen, die dann eben von Frau von der Leyen in Europa nochmal ein Stück sozusagen gestoppt worden ist. Und die uns sicherstellen, wir werden unserer Mitverantwortung bewusst. Wir helfen denen, die in diesen Bereichen wirklich vollkommen ohne eigene Schuld in eine schwierige Lage geraten sind, die zum Teil ein Stück entkernte Gesundheitssysteme hatten, weil sie sie kaputt sparen mussten. Und dass wir jetzt eben unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass wir das, ich sag mal, zu einer Stabilität bringen und auch ein Stück verlorenes Vertrauen und ja, ich will das nämlich auch sagen, verlorene Sympathie ein Stück zurückgewinnen. Jetzt zeigen sich aber plötzlich andere in dieser Rolle. Das, was im Moment die sogenannten sparsamen Vier machen, also Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark, ist leider wieder ein Versuch, es in der alten Form zu machen, an der wir uns mal beteiligt haben. Und das wird eben am Ende zusammen mit, ich sag mal, einigen anderen Staaten wie Ungarn, wie Tschechien oder Polen dazu führen, dass gerade, ich sag mal, der Zusammenhalt, von dem ich eben gesagt habe, ist so grundlegend wichtig für den Frieden in Europa auch und für unseren Wohlstand, dass der eben ins Wanken gerät. Ich habe deswegen meine Möglichkeiten nutze ich natürlich einmal im Zusammenspiel mit dem auch von meiner Partei stammenden Bundesfinanzminister, aber eben auch innerhalb der Koalition, die diese Bundesregierung bildet, aber eben auch als ein Vertreter, der für die SPD mit den anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa in einem engen Kontakt steht. Ich habe deswegen an die vier Vorsitzenden dieser vier sogenannten Sparsamen geschrieben. Die Resonanz ist so, dass ich das Gefühl habe, man selbst ist immer nur ein Mosaikstein, also man ändert nicht alleine was, aber ist man ein Mosaikstein, der, glaube ich, in diesem Augenblick zu einem Gesamtbild gut passte, dass da auch ein Stückchen Nachhaltigkeit entsteht. Und jetzt müssen wir auf dieser Grundlage gucken, dass wir dieses europäische Zusammenspiel wieder weiter verstärken. Das heißt, wir müssen uns auch weitere Ziele setzen. Und diese weiteren Ziele, die sind für jemanden, der im Bereich Wirtschaft und Finanzen tätig ist, natürlich einmal, dass wir ein stärkeres europäisches Parlament brauchen, dass nicht Europa weiter von den auf ihre jeweiligen nationalen Interessen nur achtenden europäischen Regierungschefs geführt wird, sondern von einer europäischen Regierung. Das bedeutet, wir brauchen auch ein Budgetrecht dieses Europas und wir brauchen dann am Ende eben auch eine Form der Finanzierung, die Kontrollen einschließt, also die nicht gutgläubig Geld hingibt, wo immer es behauptet wird, dass es gebaut wird, aber die eben nicht in einer Weise die Reichen zu den Gängelern der Armen macht, sondern die diese Verantwortung aller füreinander eben auch in den Vordergrund stellt. Am Ende immer wieder zum eigenen Nutzen. Ich will das nur am Ende mit einem Beispiel zeigen. Deutschland, ich habe das als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen erlebt, genießt in der Welt, wenn man umherreist und für Anleihen wirbt, den Ruf eines sicheren Hafens. Und den Ruf, den hat es auch deshalb, weil die anderen nicht mehr in dieser Form als sichere Häfen gelten. Und das bedeutet, dass sich das enorm wachsende Kapital in der Welt sozusagen auf Deutschland konzentriert und man im Prinzip kaum noch was machen muss, um an dieses Geld zu kommen. Man muss praktisch keine Zinsen mehr bezahlen. Man bekommt für 1,1% für 30, 40, 50 Jahre lang festgelegte Anleihen. Und das haben wir am Ende deshalb, weil andere in dieser Europäischen Union schwächer sind. Wir haben, weil der Euro von den anderen ein Stück nach unten gezogen wird, exportieren wir mehr Güter. Das heißt, wir ziehen Arbeitsplätze zu uns, wir produzieren, wir exportieren, wir verdienen Geld. Bei uns werden dann auch mehr Steuern bezahlt. Und weniger Zinsen, die zu zahlen sind, und mehr Steuern, die man einnimmt,
führt dazu, dass wir eine Haushaltssituation hatten, die uns auch jetzt in der Corona-Krise viel besser in die Lage versetzt, zum Beispiel so große Kredite aufzunehmen, so große Konjunkturprogramme zu fahren, wie wir das im Augenblick tun. Und das darf man nicht als eine Geschichte sehen, die wir nur uns selber zu verdanken haben, sondern die haben wir diesem europäischen Gesamtkomplex zu verdanken. Und das heißt, dass wir das auch in einer gewissen Weise ein Stück teilen müssen und deswegen eine Mitverantwortung dafür haben, dass Staaten wie Italien, Spanien jetzt, aber eben auch Griechenland und andere auf die Beine kommen, weil es am Ende diesem Zusammenhalt, diesem wirtschaftlichen Wohlstand, dieser Wirtschaftskraft, die wir haben, aber am Ende auch dem Frieden dient. Und ich glaube, das als Aufgaben sieht man, dass man erst recht mit 67, aber auch mit 27 eine Menge zu tun hat, um das zu erhalten. So viel. Ja, vielen Dank. Ein sehr spannender Einstieg. Ich denke, man hätte die Veranstaltung wahrscheinlich auch die deutsche Verantwortung für Solidarität oder für deutsche Solidarität in Europa nennen können nach diesem Impuls. Das finde ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen Aspekt, auf den wir dann auch gleich auf jeden Fall noch zurückkommen werden. Ich hatte ein paar Einstiegsfragen vorbereitet, die uns jetzt nochmal so ein bisschen aus dem politischen tiefen Gewässern herausholen und so ein bisschen mehr auf Sie als Person abgezielt sind. Einfach damit unsere Zuschauer Sie nochmal als Menschen ein bisschen besser kennenlernen. Aber vielleicht, weil Sie ja jetzt gerade auch schon Ihre, also ja schon sehr, sehr, sehr tiefgründige Gedanken zur Politik geäußert haben, vielleicht können wir anfangen damit, dass Sie neben der Politik eine zweite große Leidenschaft haben, und zwar die Bildhauerei. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich bestimmt auch häufig schon mal in so Parallelen versucht haben, wie Bildhauerei und Politik sich ähneln oder wie vielleicht auch Europa und so ein Marmorblock, aus dem etwas entsteht, in Parallele stehen könnten. Lassen Sie uns doch an Ihren Gedanken dazu teilhaben. Ja, ich bin ja ein rheinisches, ein kölsches Gemüt und deswegen gibt es in Köln gibt's ja ein eigenes Grundgesetz, das kölsche Grundgesetz. Viele kennen zumindest den Artikel, es hätte noch immer Jod gegangen. Ne? Aber was die Bildhauerei angeht, da ist ein anderer Artikel ganz wesentlich. Der Kölner, der sagt eben, was man nicht ändern kann, das muss man irgendwie hinnehmen. Und da gehört zum Beispiel unter anderem der Spruch dazu, fort ist fort. Also was fort ist, ist fort. Und das ist etwas, was Sie, wenn Sie mit Steinmeißeln sich beschäftigen, eben auch kennenlernen. Was Ihnen, ob Sie wollen oder nicht, abspringt vom Stein, ist leider nicht mehr dran zu pappen. Und insofern ist, also wenn Sie jetzt diesen Vergleich sehen wollen, also wenn man an etwas werkelt, wenn man etwas hinbekommen will, was ja eine gewisse Skulptur ist, dann kommt es eben darauf an, dass man zum Teil ein paar gröbere Schläge braucht, um eben auch was rauszuarbeiten. Aber Sie wissen auch ganz genau, Sie kommen an Stellen, wo es sehr sensibel wird. Und wenn Sie da eben nicht aufpassen, dann müssen Sie sich zumindest hinterher was anderes überlegen, was Sie daraus machen wollen. Dann ist Großbritannien abgesprungen zum Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wobei ich da ja immer hoffe, dass das vielleicht anders als in der Bildhauerei nochmal zu einer Rückbesinnung führt. Aber ich glaube, auf die nächsten Jahre, vielleicht auch mindestens Jahrzehnt, ist es da so wie mit dem Stein, dass das eine Entscheidung ist, wenn man sich mehr Gedanken hätte machen können, denn das, was für uns gilt, was ich eben beschrieben habe, das gilt natürlich auch für das Vereinigte Königreich. Ich glaube nicht, dass es sich einen Gefallen tut, diesen Schritt. Sie haben ja eine sehr bedenkenswerte Rede von Helmut Schmidt, die ist 10 Jahre her oder noch länger, in der er mal beschrieben hat, welches Gewicht die einzelnen europäischen Staaten eben noch vor 50 Jahren in der Weltwirtschaft, im Anteil an der Bevölkerung hatten, im Anteil an der Wirtschaftskraft, wie wichtig deren Währungen in der Welt waren. Und wenn man das mit heute vergleicht, dann kann man ausrechnen, dass in wenigen Jahren wir nur noch von, selbst von den starken Wirtschaftskräften in Europa, in Promille reden können. Und das mag zum Beispiel zeigen, dass der so oft gescholtene Euro, was das für eine Bedeutung hat, denn als er eingeführt wurde 2002,
da hatte die Mark noch eine ganz andere Bedeutung, als das heute der Fall wäre, wenn man irgendwie auflösen würde. Und das sind manche Dinge, wo man denkt, haben da Leute eigentlich schon mal drüber nachgedacht, dass man damals zum Beispiel den Euro, den Dollar als die einzige Konkurrenz gesehen hat und nicht gedacht hätte, dass die chinesische Währung mal neben dem Dollar die zweite ist und man sich bemühen muss, dass man mit dem Euro selbst überhaupt noch mitspielt, geschweige denn mit den Einzelwährungen, von denen man meint, da könnte man mal ähnlich zurückkommen. Ja. Sie haben vorhin auch schon gesagt, dass quasi diese proeuropäische Einstellung in Deutschland ja auch parteiübergreifend gedacht werden sollte. Nennen Sie uns doch mal einen Politiker oder eine Politikerin außerhalb Ihrer eigenen Partei, den Sie besonders wertschätzen, vielleicht auch in diesen europäischen Fragen. Ja, wir haben eigentlich in den vergangenen Jahren die unterschiedlichsten, ich will jetzt gar nicht keine Einzelpersonen nennen, aber die gab es bei den Christdemokraten genauso wie bei den Freien Demokraten, die eben, bevor dann auch erst dann in den letzten Jahrzehnten die Grünen dazu kamen, immer dieses Europa als Gesamtheit getragen haben. Und ich meine, ich habe eben davon gesprochen, dass eine ganz grundlegende Entscheidung vor dem gerade auch in einem Hintergrund der Geschichte für natürlich ein Konrad Adenauer war und der eine große Rolle gespielt hat. Aber es war eben auch ein Helmut Schmidt, der mit Giscard d'Estaing zum Beispiel eine enge Kooperation eingegangen ist. Helmut Kohl war jemand, der gerade was diesen europäischen Einigungsgedanken mit Mitterrand zum Beispiel auch gerade sehr stark auf die deutsch-französische Achse eine Menge für Europa gedacht und gemacht haben. Also insofern wäre man wirklich, jedenfalls wäre es nicht mein Stil, so zu tun, wäre das immer nur aus einer ganz gedacht worden, aus Menschen, die noch in irgendeiner Weise eine Erinnerung da hatten, was tut, wenn Europa nicht an einem Strang zieht. Mhm. Wir haben Sie jetzt gerade wieder etwas schlechter verstanden. Ich hoffe, dass sich das jetzt wieder von alleine verbessert. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, ganz gut gehört. Also Sie haben Kohl und Mitterrand genannt, Sie haben Adenauer genannt und gesagt, dass das nicht nur aus der SPD die so Pro-Europäer kamen. Lassen Sie uns weitermachen mit den politischeren Fragen. Sie haben ja schon auch angesprochen, der Vorschlag von Angela Merkel und Emmanuel Macron, wo wir jetzt bei diesen deutsch-französischen Paaren auch sind. Die haben ja ein großes Investitionsprogramm für Europa vorgeschlagen, um die wirtschaftlichen Folgen von der Corona-Krise, Entschuldigung, abzufedern. Ist es denn der deutsch-französische Schulterschluss, auf den wir jetzt so viele Jahre gewartet haben, auf den Emmanuel Macron auch so lange gewartet hat, dass sich Deutschland mal wieder bewusst und stark zu Europa bekennt? Und reicht das, was die beiden beziehungsweise was die EU-Kommission jetzt vorgeschlagen hat? Reicht dieses Paket, um da wieder die Wogen zu glätten und Europa zu retten? Ich habe eben Macron und Merkel in diesem Paarlaufen, das ich so beschrieben habe, über die Geschichte hinweg noch nicht genannt. Nicht, weil ich nicht glaube, dass Angela Merkel, mit der ich gerade über solche Fragen auch persönlich rede und das auch empfinde, dass ihr dieses Europa vielleicht jetzt sogar in dieser ja wahrscheinlich Schlussphase ihrer Amtszeit noch ein Stück mehr bedeutet, als ich das manchmal noch vor wenigen Jahren gesehen habe, wo ich zu den Kritikern gehörte, dass schon auch noch mit der Wahl von Macron die Impulse immer aus Frankreich kamen und Deutschland eigentlich eher das Bremsehäuschen besetzt hat. Durch vielleicht auch diese Verunsicherung, wie weit geht eigentlich die Bevölkerung mit in dieser Erkenntnis, dass wir dieses Europa brauchen. Das hat sich, glaube ich, gerade so in dieser letzten Zeit ein Stück geändert. Vielleicht, weil man eben auch von bestimmten Lasten sich dann befreit fühlt, ich kann es nicht sagen. Tatsache ist nur, dass das, was jetzt gerade in den letzten Monaten auch entschieden worden ist, sowohl das Finanzielle in Form dieser Hilfen für die
der im Rahmen der, der Corona-Pandemie, aber eben auch mit diesem European Green New Deal, also dass man sagt, dieses wenn überhaupt Europa in der Lage ist, diese großen Veränderungen, die sich gesellschaftlich und wirtschaftlich ergeben, in einem Wettbewerb mit China und mit den USA überhaupt halten zu können, dann, oder mit vollziehen zu können, dann muss man diese Kombination haben. Dann kann es nicht sein, dass man es einzeln versucht. Und insofern glaube ich schon, dass da im Moment was erkennbar ist, auch jetzt, was wir in der letzten Woche im Koalitionsvertrag, im Koalitionsausschuss verhandelt haben, hat Bausteine, die hätte ich vor noch nicht allzu langer Zeit nicht für möglich gehalten. Insofern ist manchmal es schade, dass es einer solchen Herausforderung bedarf, wie es Corona ist, weil wir hätten, glaube ich, lieber alle darauf verzichtet. Aber davor waren manche Dinge verhärteter. Sie sprechen sich ja auch generell, also das war schon vor Corona so, für Neuverschuldungen und eher gegen Schuldenbremsen aus. Sie haben ja auch schon angesprochen, dass einige europäische Nachbarstaaten von uns kaputt gespart wurden in der Finanzkrise. Die SPD versucht ja aber eigentlich seit geraumer Zeit zusammen mit dem Regierungspartner CDU keine neuen Schulden zu machen bis zur Corona-Krise. Wie halten Sie denn innerhalb der SPD diesen Spagat aus? Und würden Sie als Bundesfinanzminister denn auch noch für die schwarze Null stehen? Ich habe immer gesagt, was mich an der schwarzen Null stört, ist, dass sie von den einen mehr oder weniger zu einer Art Monstranz erhoben worden ist, so nach dem Motto, das ist das Hauptziel, das wir zu erreichen haben. Und dann ist es nun mal so in der politischen Auseinandersetzung, dass man dann sehr schnell in die Ecke gestellt wird, man hätte das Hauptziel, sie nicht einzuhalten. Es gibt schon noch was dazwischen. Ich habe immer gesagt, solange es wirtschaftlich gut läuft oder umgekehrt, man eine schwarze Null, also einen ausgeglichenen Haushalt von Einnahmen und Ausgaben zu haben, obwohl man in die Zukunft investiert. Das hat man nur, wenn es entweder außergewöhnlich gut läuft oder wenn es mit dem in die Zukunft investieren dann doch nicht ganz so hergeholt ist. Also wenn man es ernst nimmt, was Unternehmen tun, was auch Privathaushalte tun, nämlich wenn sie sagen, ich möchte gerne zum Beispiel eine Immobilie für meine Zukunft, dann ist es völlig normal, dann haben sie ja einen Wert in der Zukunft, dann hat es auch einen Sinn, einen Kredit mit in die Zukunft zu nehmen. Falsch wäre, wenn man anfängt, auf Kredit zu leben, auf Pump zu leben und der Zukunft gar nichts zu hinterlassen. Aber gerade im Moment merken wir ja, wenn wir all diese Kredite, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, nicht aufnehmen würden, dann hätten wir zwar einen ausgeglichenen Haushalt, aber dann könnten wir uns vor unseren Nachkommen, unseren Kindern und Enkeln nicht verantworten. Und das ist eben diese Frage, das Ausgewogene hinzubekommen, dass man nicht etwa sagt, Null ist für mich das A und O und ich lasse dann lieber die Straßen und die Schulen verkommen und wir haben eine digitale Infrastruktur, die für ein Industrieland wirklich abschreckend ist. Ich fahre viel Zug und ich bin froh, dass jetzt ein Teil der Koalitionsvereinbarung ist, dass Züge endlich mal aufgerüstet werden auf ein Niveau des Mobiltelefonierens, des Internetsurfens, wie das in anderen europäischen und osteuropäischen Industriestaaten gang und gäbe ist. Also Dinge, dass wir in der Digitaltechnologie, ein Sohn, der ist Physiker, der in den USA arbeitet, ich fände toll, dass Herausforderungen für ihn gäbe, das auch hier machen zu können. Also da muss ich ehrlich sagen, da kann Europa echt was machen. Und das sind Dinge, bei denen muss man wie in einem Unternehmen auch zum Teil vorweg investieren. Und das heißt, wir müssen auch Kredite aufnehmen. So, der Spagat ist erledigt. Wir haben jetzt durch Corona erzwungen, ich sage jetzt mal, keine Zeit mehr zu philosophieren, ob wir das machen sollen oder nicht, sondern es war nötig. Es ist von allen für nötig erkannt worden. Nicht nur innerhalb der SPD, sondern auch mit dem Koalitionspartner und den anderen, die alle mitbestimmt haben. Die demokratische Opposition trägt sehr mit. Und jetzt muss man eben sehen, jetzt müssen wir damit auch wirklich Zukunftswerte schaffen und dann eben auch eine, ich sage jetzt mal, eine Wirtschaftskraft entwickeln, in der dann das gilt, was wir jetzt auch haben. Diese Kredithöhe, die Deutschland hat, ist im Vergleich zum internationalen Ausland
nicht nur tragbar, sie ist sogar relativ gering, selbst mit diesen Rekordsummen, die jetzt noch dazugekommen sind. Und insofern ist, glaube ich, der Streit hat sich ein Stück aufgelöst. Ich glaube aber, wir werden auch so an diesen Punkt gekommen. Und jetzt ist es nur schade, dass durch Corona viel, viel Geld nötig ist, gar nicht in die Zukunft gehen kann, sondern es einfach dem für das gebraucht wird, was jetzt einfach zusammengebrochen ist. Aber auch das wieder aufzurichten, ist schlicht und ergreifend eine Aufgabe, die wir denen schuldig sind, die nach uns kommen. Apropos denen, die nach uns kommen, es gucken ja viele junge Zuschauer zu. Eure Fragen wollen wir jetzt auch stellen. Es gibt schon einige, die eingetrudelt sind und es gibt auch eine Handhebung von Simon Koch. Ich würde jetzt einfach mal Simon kurz dazu schalten, dass er seine Frage stellen kann. Simon, du müsstest wahrscheinlich noch dein Mikrofon anmachen. Genau. Hallo. Kann man mich hören? Ja. Okay, ja. Wunderbar. Ja, erstmal vielen Dank fürs Organisieren. Ich finde es super, dass es heutzutage so gut möglich ist. Ja, Norbert, ich habe eine kleine Frage, und zwar, es geht ja ganz viel um das Zusammenhalten von Europa, hast du angesprochen, und was mich interessieren würde, ist deine Einschätzung dazu, wie man das Auseinanderdriften in der EU entgegenwirken kann. Gerade, du hast angesprochen, sehr viele Leute schauen immer nur, was bekommt mein Land netto ausbezahlt und so weiter. Und wenn wir jetzt gerade an einige osteuropäische Länder schauen, die ja sehr, sehr viel netto von der EU erhalten, insbesondere geldertechnisch, aber dann sich weigern, insbesondere, das ist jetzt mein Beispiel, das ich aufgreifen möchte, bei der Flüchtlingssituation sich sehr unsolidarisch zeigen. Wie wäre da deine Herangehensweise und wie könnte man da auch als SPD oder auch als Deutschland da konstruktiv Stellung beziehen? Ich muss, lieber Simon, vielen Dank. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht nur optimistisch. Also ich bin engagiert und ich will alles dazu tun, dass wir diesen Zusammenhalt halten oder wiederherstellen. Aber diese Krise zeigt auch nochmal die Gefahr, die darin besteht, dass nach einer Krise sich Gesellschaften auch ein Stück auseinanderentwickeln können. Das fängt beim Finanziellen an. Es gibt Menschen, die sind jetzt in Kurzarbeit, die haben ehrlich gesagt wenig Lust, sich zu Gedanken zu machen, was in anderen Ländern ist und wie es, was man jetzt in der Wirtschaft transformieren muss. Die möchten einfach, dass das wieder entsteht, was vorher da war, nämlich dass sie einen Arbeitsplatz haben, ihr Einkommen haben und leben können. Das ist auch ein Stück nachvollziehbar. Es gibt andere, die überlegen sich gerade, haben genügend auf der hohen Kante und überlegen sich, in so einer Zeit sind die Aktienkurse niedrig, wo können wir investieren? Und nach der Krise haben wir auf einmal 50% mehr. Und das zeigt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass nach einer Krise die Kleinen noch ein Stück kleiner und die Großen noch ein Stück größer sind. Und das gilt nicht nur für Gesellschaften wie die deutsche im Inneren, das gilt auch zwischen den Gesellschaften in Europa. Und insofern wird es Menschen geben, die, glaube ich, jetzt ein Stück erkannt haben, was wir alles ändern müssen, was an Lieferbeziehungen, Lieferketten falsch gelaufen ist, was man vielleicht an seinem eigenen Reiseverhalten, was weiß ich, als Konsumverhalten vielleicht mal überdenken muss. Aber es wird auch die geben, oder es ist nicht bloß eine Frage von klein oder groß im Einkommen oder im Vermögen, die sagen, ich komme jetzt noch stärker zu diesem zur Erkenntnis, also wir müssen uns auf uns selbst besinnen und für die anderen können wir jetzt nicht auch noch der Zahlenmeister sein. Wie geht man jetzt dagegen vor, dass das ja in bestimmten Ländern, und natürlich ärgert mich das auch, dass es Staaten sind, die wirklich die Profiteure dieses Europas sind, und zwar netto und brutto. Und dass die Regierungen gewählt haben, die mit einem solchen Populismus sozusagen in dieses Europa auseinandertreiben. Das Problem besteht nur darin, dass es, glaube ich, nicht der richtige Weg wäre, jetzt einfach nur Sanktionen zu verhängen und dann damit praktisch diese Trennung, diese Spaltung noch voranzutreiben, sondern natürlich dafür zu sorgen, dass man ein Stück, dass man verhandelt, dass man überzeugt, dass es natürlich bestimmte Bereiche gibt, wo man sagt, wenn ihr gar nicht mitmacht, dann gibt es auch ganz bestimmte Wirtschaftshilfen nicht. Aber das ist eben ein extrem sensibles Gebiet, weil man schnell eben dann auch, man ist ja auch auf die Sympathie
der jeweiligen Bevölkerungen angewiesen. Das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, diese Austeritätspolitik, die wir zum Beispiel gegenüber Griechenland oder Italien durchgezogen haben, die hat dazu geführt, dass, ich sag mal, die Stimmung in diesen Ländern gegenüber Deutschland nicht die beste ist. Und wie bekommt man das hin in Polen, in Ungarn, dass man da sozusagen nicht auch noch alte Narben wieder aufreißt? Das ist eine schwierige Angelegenheit. Du merkst an dieser etwas längeren Ausführung, ich kann dir jetzt kein Patentrezept nennen und sagen, das geht folgendermaßen, wir teilen einfach einen kleineren Teil des EU-Haushalts diesen Staaten zu und dann kommen die schon zur Vernunft. Das wird so nicht sein. Es ist ganz viel zu machen mit Austausch beispielsweise auch zwischen jungen Leuten, damit man sich einfach die Lebensverhältnisse untereinander eben auch mal angucken kann und nicht nur von Klischees lebt. Wir haben eine dazu passende Frage von Benny schriftlich erhalten. Und zwar fragt Benny, welche Rolle spielt die Jugend für den Zusammenhalt Europas? Und wie kann man Jugendliche aus eher europakritischen Ländern, in Klammern Griechenland, Ungarn, Polen, für ein gemeinsames Europa gewinnen? Interrail alleine wird das ja wohl nicht richten. Also erstmal spielt die Jugend eine ganz dramatisch wichtige Rolle. Ich habe das ja am Anfang schon gesagt. Ich sage jetzt einfach mal, ihr seid die Generation, die Grenzen eigentlich gar nicht mehr kennengelernt haben. Und das Trennende an Grenzen und überwiegend sogar noch nicht mal mehr das Trennende an Währungen kennengelernt haben. Der Franz Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission, der Niederländer ist und an der deutschen Grenze aufgewachsen ist, der hat das mal ganz toll beschrieben. Man kann auch wirklich hervorragend reden und in Bildern beschreiben und hat mal gesagt, er hat mit seiner Tochter mal in der Nähe von Maastricht oberhalb von Aachen so an der Grenze gestanden und hätte so runtergeguckt und hätte seiner Tochter gesagt, guck mal, dein Opa hat früher als Bergmann hier im Aachener Revier gearbeitet und wir sind Niederländer. Und damals war das, irgendwann kam also die Nazi-Diktatur und die Grenze war dicht, man kam da nicht mehr rüber und man sah auf das feindliche Ausland, in dem er vorher gearbeitet hatte. Und irgendwann kam der Krieg und irgendwann brannte Aachen und es war dann für die, die da auf der anderen Seite standen, sogar eher ein gutes Gefühl. Und dann hat er seine Tochter gesagt, und hier, wo wir stehen, ungefähr, das war die Grenze. Und dann hat die Tochter gesagt, Papa, was ist eigentlich eine Grenze? Also so ein bisschen überzogen vielleicht, aber in dieser Darstellung, da ist nichts mehr weg. Da fährt man rüber und fertig. Und dafür ist natürlich eine Generation, die diese Grenzen gar nicht mehr kennengelernt hat, enorm wichtig, weil die war auch diejenige, die jetzt auch nochmal gesehen hat, was es heißt, dass wegen einer Pandemie plötzlich der Eindruck entsteht, dass man auf einer Moselbrücke vor der Mosel kein Virus und dahinter wohl hat und was das schon wieder auch an Ressentiments zum Teil schon wieder hochgebracht hat. Also da ist die Jugend extrem wichtig. Aber was ist jetzt noch wichtig? Nicht nur der Austausch, sondern was enorm wichtig ist, ist Arbeit. Wenn in diesen anderen Ländern, die jetzt wirtschaftlich schlecht dastehen, 50% der Jungen praktisch keine Chance haben, in ihrem Land eine Arbeit zu bekommen. Ich kenne das selbst von der eigenen Familie. Da haben mal jetzt drei junge Frauen aus Italien Unterkunft bekommen, die als Hebammen in Köln gearbeitet haben. Und die wollten nicht auswandern, die wollten zu Hause was erreichen, aber da gibt's nichts. Und dann ist die eine ist wieder zurückgegangen und hat zu Hause geheiratet und dann war sie ein Jahr oder ein halbes Jahr später wieder in Deutschland, weil es einfach diese Arbeit nicht gibt. Und das hat zu tun, gerade in der Produktion, auch damit, dass wir eben als Exportland immer stärker werden, auch durch die Schwäche der anderen. Und Exportüberschuss heißt, wir produzieren für andere mit. Und die Arbeitsplätze dafür sind bei uns. Wir können uns dann stolz auf die Brust klopfen und sagen, wir haben ja eine ganz niedrige Arbeitslosigkeit. Es ist aber verbunden mit einer Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen einer Arbeitslosigkeit junger Menschen innerhalb Europas, nicht bloß irgendwo anders. Und dazu gehört eigentlich eine Politik, die muss definitiv dafür sorgen, dass wir diesen Ausgleich schaffen, dass junge Menschen in ihren Ländern Arbeit finden und deswegen, weil sie das tun, auch zu diesem Europa stehen. Also so gut und wichtig die Austauschprogramme sind, die habe ich ja eben schon gesagt, man muss auch die Lebensverhältnisse der anderen kennenlernen, aber ohne Arbeit in der eigenen Region wächst auch kein Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Regionen, die praktisch sich diese Sorgen überhaupt nicht machen müssen.
Ja, wir haben hier noch eine Frage von Lena, die offenbar sieht, dass es uns in Deutschland, was das angeht, sehr gut geht. Sie schreibt, gerade in Zeiten von Corona profitieren wir alle sehr vom Sozialstaat, von Strukturen, die Sozialdemokraten in Europa in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut haben. Kann dieses Narrativ genutzt werden, um Aufschwung in die Sozialdemokratie zu bringen? Also erstmal finde ich es toll, das mal herauszustellen, denn wer jetzt mal den Blick über den Atlantik wirft und sieht, wie da soziale Sicherung aussieht, wie da ein Virus passiert in einem Land, in dem der Präsident sagt, Ostern wird das wie ein Wunder alles verschwunden sein und anschließend erzählt, wenn man sich Desinfektionsmittel spritzt, dann kann man damit auch gut über die Runden kommen. Und gleichzeitig jemand ist, der das Gesundheitswesen, der ein staatliches Gesundheitswesen für den ausgemachten Kommunismus hält, dann sieht man, wie viel gerade in Europa durch soziale und sozialdemokratische Bewegungen an, ich sage jetzt mal, Grundsicherung entstanden ist, wo wir jetzt sagen können, wir sind ja jetzt in dem Luxusproblem, dass Menschen sagen, es war alles gar nicht so schlimm, weil es so gut funktioniert hat. Und wenn man den Blick dahin wirft, wo eben diese Sicherung in dieser Form nicht da war, der sieht, was für einen Unterschied alleine an Todesopfern diese Pandemie gebracht hat. Was ich sehr bedauerlich finde, was allerdings leider so ist, ist, dass Menschen Politik in Wahlen nicht danach bewerten, was in der Vergangenheit geleistet worden ist, sondern was sie für die Zukunft erwarten. Und da sind wir nun mal eben mit dieser günstigen Situation auch ein Stück, ich sag mal, wir halten sehr viel für selbstverständlich, was es in diesem Land gibt. Wir halten eben auch diesen seit über 70, 75 Jahren währenden Frieden in Europa für selbstverständlich. Und das veranlasst manchen zu sagen, ach, dann kann man ja auch mal ein paar Experimente machen, wenn man unzufrieden ist und gucken, was passiert. Und da kann ich nur sagen, da müssen wir Sozialdemokraten auch dran arbeiten, deutlich zu machen, dass wir auch eben diesen weitergehenden Entwurf in die Zukunft hinein haben. Und zwar nicht einen, der vollkommen aus der Luft gegriffen ist, sondern der ein Stück auch mitgibt, dass das unseren Lebensstandard hält und vielleicht für viele Menschen auch in Deutschland ihn noch ein ganzes Stück verbessern kann. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch einmal auch auf die Frage von Vincent eingehen. Der fragt, und da geht es jetzt nochmal um die Corona-Krise, so wie bei Lena ja auch gerade, die quasi in der Corona-Krise vielleicht das auch realisiert hat, was die Sozialdemokratie beziehungsweise der Sozialstaat in Deutschland für tolle Seiten hat. Und Vincent fragt jetzt zur Corona-Krise passend, glauben Sie, Sie haben Möglichkeiten zur Föderalisierung der EU während der Corona-Krise ausgeschöpft? Und glauben Sie, die SPD hätte da vielleicht mehr tun können? Also erstmal würde ich gerne noch mal zu dem letzten Punkt sagen, was sozusagen wirklich die Errungenschaften sind. Es ist tatsächlich so, dass wir, also auch in der Zeit, als ich Finanzminister von Nordrhein-Westfalen war, es mit, ich sag mal, konservativen und liberalen Oppositionen zu tun hatten, die das Gesundheitswesen ausdünnen. Ich gebe zu, auch mancher Sozialdemokrat hat sich von diesem Gedanken mitreißen lassen. Es gab noch vor 2 Jahren Studien, auch zum Beispiel der Bertelsmann-Stiftung, die deutlich gemacht haben, wie schön man doch das Gesundheitswesen verkleinern und privatisieren könnte. Manches ist zum Glück nicht schnell genug gegangen, um eben den Standard zu halten. Und das hat natürlich jetzt tatsächlich zu einem Umdenken geführt. Insofern setze ich uns da nicht oben so an die Spitze der Heiligen, sondern da gab es, was ich immer mal so gesagt habe, diese neoliberale Pampa, in die man gerne mal eingefahren wäre, auch. Aber es war eben tatsächlich immer eine Auseinandersetzung, auch über die Frage, ich bin der Letzte, auch wenn das gerne mal so dargestellt wird, der den Staat überbordet, sowohl in innere Sicherheit, aber in soziale Sicherheit. Jetzt haben wir Sie gerade kurz nicht gehört. Können Sie den letzten Satz nochmal wiederholen? Ich habe gesagt, ich bin nicht jemand, der den Staat über alles setzen will, aber dass wir einen handlungsfähigen Staat brauchen,
der eben die Grundlagen dafür schafft, dass wir uns privat frei entfalten können und die richtige Bildung haben, die richtige Infrastruktur haben, aber eben auch das Gesundheitswesen. Ich glaube, das wird im Moment wieder ein Stück deutlicher. Ja, was hat das mit Föderalisierung, mit Föderalismus in Europa zu tun? Ich meine, wir haben ja Föderalismus, weil im Prinzip wir eigentlich zu wenig Holding in der Mitte haben. Also wir haben ja zum Beispiel, kann das sagen, in der Bundesrepublik einen gewissen Streit oder eine Kritik, dass unsere Parlamente, der Bundestag, die Bundestagsfraktionen, die Landtagsfraktionen sagen, also in so einer Notlage kann man das ja mal machen, dass da immer die Kanzlerin sich mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten trifft und dann entscheiden die, was geschlossen bleibt und was aufgemacht wird. Aber eine demokratische Veranstaltung im ursprünglichen Sinne ist das eigentlich eher weniger. Das muss also, sobald die Notlage zu Ende ist, so schnell wieder aufhören wie möglich. Wie geht denn Europa? Europa geht nur in einer Art Ministerpräsidentenkonferenz. Der Europäische Rat hat ja eben keine Regierung, die sich auf ein europäisches Parlament mit den Kompetenzen stützen kann, das tatsächlich dann auch für Europa bindende Regeln erlässt, sondern es geht immer darum, dass die Ministerpräsidenten oder Kanzler eben zusammenkommen oder Premierminister dann eben sehr stark geprägt sind von dem, was es für ihre eigene Wiederwahl im eigenen Land bedeutet, wenn sie jetzt eine gemeinsame Linie verfolgen. Wenn Deutschland immer so funktionieren würde, dann hätten wir eine Menge Probleme, die wir zwischen den europäischen Staaten haben, zwischen den Bundesländern auch. Die sind ja jetzt schon nicht ganz ohne. Aber deswegen, ehrlich gesagt, ist das für mich jetzt, was Föderalismus angeht, nicht so, dass wir zu wenig Eigenständigkeit der Staaten haben, sondern wir haben zu wenig Regeln und zu wenig System dafür, wie man die zusammenfügt in ein föderales Gesamteuropa. Und da müssen wir, glaube ich, das ist zum Beispiel eines der Ziele, an dem wir arbeiten müssen, um Europa weiterzuentwickeln und damit auch Begeisterung für das zu schaffen, was wir beispielsweise als Demokraten, aber andere genauso anbieten. Ja, Sie haben ja vorhin auch schon angesprochen, dass Ihrer Meinung nach ein stärkeres europäisches Parlament und eine europäische Regierung für die, den Fortbestand und die Weiterentwicklung Europas sehr wichtig wären. Aber wie schaffen wir das denn? Wenn wir jetzt, lassen Sie uns mal träumen, wie kriegen wir das denn hin, dass es eine europäische Regierung gibt, die jetzt nicht einfach so beschlossen wird, ohne dass die Völker das Gefühl haben, da wird ihnen was vorgesetzt. Also wie macht man sowas? Ich meine, ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist ja Jacques Delors, der es ja auch quasi geschafft hat, zum Beispiel das EP so auszustatten, dass es dann halt auch Wahlen gab im EP. Also das waren ja auch alles Schritte, die sich halt, wo halt jemand in Brüssel die Verantwortung übernehmen musste, um dann halt auch Europa weiterzuentwickeln. Und im Endeffekt musste Brüssel sich ja dann auch ermächtigen, das hinzubekommen. Aber wie sehen Sie das denn? Wie könnte das denn weitergehen? Also ich meine, ich glaube eigentlich, dass es eine sehr schwierige, also dass man da vielleicht eine starke Person braucht oder ja. Denken Sie, vielleicht macht man dann eher so ein Kerneuropa, so quasi ein kleiner Steinblock, der dann eher so ein bisschen ausdifferenzierter wird. Wie sehen Sie das? Also erstmal, ich halte nicht viel von diesem Europa der zwei oder drei Geschwindigkeiten. Also da habe ich dann doch eine etwas andere Einschätzung als Macron, der da zum Beispiel ein Stück intendiert, dass er sagt, na gut, wenn die Eltern alle lahmen und nicht mitwollen, dann machen wir schon mal alleine weiter. Ich meine, dass Deutschland und Frankreich und Deutschland als Kern eine große Bedeutung haben und dass, wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert, dass eine Zusammenarbeit auch für den Rest erschwert, das ist, glaube ich, außer Frage. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt in Frankreich eine große Gefahr, dass andere Kräfte an die Regierung kommen als Macron und dass das eine extreme Belastung wäre für diese Achse in Europa. Die Gefahr ist dramatisch größer als etwa in Deutschland. Und das hat auch wieder mit, ich sage jetzt mal, verlorenen Regionen des Landes teilweise zu tun. Zum Teil auch mit jetzt mal zu langen Abwarten für bestimmte Reformen im Land. Auch das, aber bei denen man nicht einfach nur von oben herab
eine Entscheidung trifft. Tatsache ist, dass Politik und auch gerade die europäische Integration, wie wir eben gehört haben bei diesen Paaren, die sich da immer aus Frankreich und Deutschland zusammengetan haben, natürlich enorm von Persönlichkeiten lebt. Also dieser europäische Gedanke ist rational viel zu kompliziert zu vermitteln. Also den Menschen im Einzelnen darzustellen, warum die Zinsen bei uns niedriger sind, weil wir Europa haben und die Exporte besser laufen und der Eurokurs so oder so ist, damit wird kein Mensch Europa zusammenhalten. Sondern die Frage ist, ob jemand als Person ein Bild entwerfen kann, bei dem junge Menschen sagen, in so einem Kontinent will ich leben. Wo gibt es sonst einen Kontinent mit so vielen Kulturen, auch Sprachen, die bereichernd sind, unterschiedlichen Küchen bis hin zu Landschaften und zwar alles auf einem relativ engen Raum, da muss man anderswo tausende Kilometer fahren. Das muss jemand verkörpern und ich glaube, davon hängt vieles ab. Ich hoffe, dass es diese Personen gibt, dass es Menschen, deswegen ist unter den Jungen brauchen wir auch Leute, die sich für Politik begeistern und die nicht sagen, wir warten mal, was die Politiker machen. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Mhm. Eine Möglichkeit, in Europa so ein bisschen die Themen zu setzen, haben die Länder ja im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft, wo sie dann quasi Themen vorgeben können, die sie mit den anderen Ländern zusammen bearbeiten. Deutschland ist ja jetzt ab 1. Juli dran und hat dann für 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft inne. Da fragt hier ein anonymer Fragesteller, was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Themen für diese deutsche EU-Ratspräsidentschaft, abgesehen von Corona? Also zum einen ist es sicher, diesen Punkt voranzutreiben, von dem wir eben gesprochen haben, diese jetzt Corona-bedingte Finanzarchitektur hinzukriegen, weil die einfach entscheidend dafür ist, dass wir allen erstmal über diese Hürde helfen. Der zweite Punkt ist, dass wir, auch das habe ich schon angesprochen, es wird im industriellen Bereich eine große Aufgabe von Transformation geben. Also angefangen von neuen Antriebsformen, von Wasserstofftechnologien, Quantencomputern, Digitalisierung, bei denen die großen anderen Wirtschaftsblöcke, die USA und China, so stark aufgestellt sind, dass das nur gesamteuropäisch geht. Und ich glaube, das wird einer der Zusammenhaltspunkte sein, der sich den Menschen, glaube ich, auch erschließt. Also wir werden selbst als das starke Deutschland in Europa etwa in der Frage der Entwicklung eines Quantencomputers definitiv alleine nicht mithalten können. Aber das gilt eben auch für die ganz große Umrüstungsaktion auch der Industrie, die mit neuen Arbeitsplätzen dann verbunden sein soll. Der dritte Punkt ist, dass der Zusammenhalt Europas, und auch dafür kann Deutschland stehen, auch das hatten Sie eben schon angesprochen, indem Sie gesagt haben, was alles so an Errungenschaften auch im sozialen Bereich entstanden ist. Wir müssen dafür sorgen, dass Deutschland in diesem Punkt wirklich einem gewissen Vorbildcharakter, weil die anderen eben da durchaus auch drauf gucken und sagen, guck mal, das haben die doch hingekriegt. Wie ist denn deren Gesundheitswesen? Wie ist denn deren soziale Sicherung? Wie ist denn deren Arbeitslosenversicherung? Also auch da arbeitet Olaf Scholz beispielsweise daran, dass wir neben den Hilfen eben auch eine Arbeitslosenrückversicherung sicherstellen. Das heißt also, dass es einen gemeinsamen sozusagen Rückhalt gibt, der dafür sorgt, dass eben Menschen in ähnlichen Situationen in ganz Europa auch von einer ähnlichen Sicherheit ausgehen dürfen. Es wird darum gehen, dass wir wir haben immer bei Lieferketten, haben wir immer im Kopf, es geht um Produkte, die aus China nach Deutschland importiert werden. Es gibt enorm viele innereuropäische Lieferketten, was Zulieferungen für die deutsche Industrie und umgekehrt angeht, wo auch jeweils bestimmte Länder bestimmte Stärken haben. Das sind alles Geschichten. Also ich sehe die Schwerpunkte wirklich jetzt einmal in diesem finanziell helfen, schnell auf die Beine zu kommen. Große Aufgabe, das ist ja dieser Green New Deal, die Infrastruktur Europas so aufzubauen, dass wir diesen Dreh, der nötig ist, im Klimaschutz, in der Digitalisierung gemeinsam hinkriegen und wirklich wettbewerbsfähig sind zu den anderen und eben auch eine gemeinsame soziale Sicherung haben. Zum Beispiel auch durch europäische Mindestlöhne,
die nicht im ersten Schritt ein europäischer Mindestlohn sein müssen, der überall gleich ist, weil dann würde schlicht und ergreifend Bulgarien nicht mehr mithalten können. Aber die dafür sorgen, dass wir Schritt für Schritt eben in den Ländern Bedingungen schaffen, die jeweils in den dortigen, was die dortigen Kaufkraftverhältnisse angeht, die Möglichkeit schaffen, eben, ich sage jetzt mal, erstmal zu wissen, wenn ich arbeite, kann ich davon leben. Und zweitens, wenn ich lange genug arbeite, habe ich davon auch ein würdiges Leben im Alter. Das müssen wir erstmal überall hinkriegen. Und dann glaube ich schon, dass Deutschland in diesen drei Punkten auch in dem halben Jahr jedenfalls ein paar Akzente setzen kann, die dann natürlich nicht nach einem halben Jahr erledigt sind, aber die dann auf die Schiene gesetzt sind. Mhm. Wir haben immer noch wahnsinnig viele Fragen, obwohl sich unser Gespräch jetzt langsam dem Ende zuneigt, wo wir gerade noch über das Wirtschaften nachdenken, habe ich hier noch eine anonyme Frage, wo die Person gerne wissen möchte, sollte man angesichts der großen Wirtschaftskrise, also der aktuellen, nehme ich an, über ein anderes Wirtschaften nachdenken, beispielsweise über staatliche Mitbestimmung bei geretteten Unternehmen? Ja, wir haben ja zum Beispiel im Zusammenhang mit der Lufthansa gesagt, es kann nicht das Ziel des Staates sein, die Unternehmen dauerhaft zu übernehmen. Aber wenn der Steuerzahler in die Mithaftung genommen wird, erst recht, nachdem man vorher gesagt hat, die Gewinne, die haben nichts mit dem Staat zu tun. Wenn wir Steuern zahlen sollen, dann gehen wir lieber mit einer Verwaltungsgesellschaft auf die Bahamas oder sonst wohin und nutzen eben diese zum Teil auch riskanten Lieferbeziehungen, Lieferketten, selbst dann, wenn man weiß, dass die Arbeitsbedingungen, die herrschen dort, wo die Vorprodukte hergestellt werden, menschenunwürdig sind, dass man das alles sozusagen ein Stück als Markt gegeben in Kauf nimmt. Und dann kommt die Schieflage und dann sagt man zu Hause, also eigentlich geht es uns doch insgesamt ganz gut, der Staat hat doch Einnahmen, der müsste die mir jetzt mal zur Verfügung stellen, damit ich das repariert kriege. Daraus muss man Schlüsse ziehen für das Wirtschaften. Also ich glaube, da einfach zu sagen, wir müssen schnell zurück zu dem, wie es war, das würde auf Dauer bedeuten, dass wir die Ungerechtigkeit in Deutschland nicht abbauen. Wir würden sie aber vor allen Dingen auch gegenüber der Zukunft nicht abbauen, was beispielsweise klimaschädliches Wirtschaften angeht, aber eben auch nicht gegenüber den Arbeits- und Lebensbedingungen in anderen Teilen der Welt. Ist übrigens ein sehr wichtiger Teil in der Vereinbarung des Koalitionsausschusses von der letzten Woche, dass wir auch 3 Milliarden Euro für die internationale Zusammenarbeit zur Verfügung stellen, wofür der CSU Entwicklungshilfeminister oder Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Gerd Müller dem SPD-Verhandlungsteil im Koalitionsausschuss ausdrücklich gedankt hat. Also auch da sieht man mal, man kann auch mal grenzüberschreitend sagen, was der eine oder der andere an Akzenten richtig setzt. Ich finde, das sind schon Punkte, die müssen zu einem anderen Wirtschaften führen. Aber das ist nicht mit dem Ziel verbunden, dass dann der Staat die Unternehmen übernimmt, aber dass er für die Zeit, in der sie mit staatlichen Mitteln wieder auf die Beine kommen, auch ein Mitspracherecht hat, dass nicht in der Zeit gerade das dazu genutzt wird, wieder neue Steueroasen aufzumachen oder das Personal zu entlassen. Das finde ich ist schon richtig. Also wir dürfen als Gesellschaft, als Allgemeinheit, wenn wir etwas retten, auch den Anspruch haben, dass wir dann über die Form der Verwendung dieser Mittel jedenfalls ein Stück mitbestimmen können und dafür sorgen, dass wir auch wieder zurückgezahlt werden. Wir haben von Roland 4 Fragen erhalten. Ich nehme mal eine davon. Und zwar fragt er nämlich, Sie haben viel von europäischer Solidarität gesprochen und dass man nicht so sehr auf die nationalen Eigeninteressen schauen soll. Warum blockiert dann die SPD, dass Deutschland seine internationalen Verpflichtungen, Ausrufezeichen, zur Verteidigungsfähigkeit Europas erfüllt? Und ihm geht es da vor allem um die Verteidigungsausgaben von 2% des BIPs, dass man den NATO-Partnern versprochen hätte. Was sagen Sie dazu? Jetzt müssen wir erstmal richtigstellen, es geht nicht um Europa, sondern es geht um die NATO, also um das deutlich größere Gebilde, zu dessen Verpflichtungen wir stehen. Aber man darf auch unter den NATO-Partnern einen Diskurs oder eine Diskussion aufwerfen, ob eigentlich ein Anteil am
an der Wirtschaftskraft eines Landes, die richtige Maßgröße für die Verteidigungsfähigkeit ist. Also mal angefangen damit, dass in den 2% bei den USA Dinge drin sind, die wir entweder gar nicht haben, beispielsweise eine unglaublich ausgeprägte Küstenwache. Wenn man sich mal die Küsten der USA anguckt und der Deutschland, dann ist das, glaube ich, schon ein unterschiedlicher Aufwand, wo man nicht sagen kann, das machen die USA sozusagen zum Schutz ihrer Partner und der Welt, bis hin zu Ausgaben in anderer Form, die bei uns nicht eingerechnet sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, jetzt sage ich es wirklich mal so, wie ich es auch bei meiner Wahl auf dem SPD-Bundesparteitag gesagt habe. Wie verrückt muss es sein, zu sagen, dass in dem Maß, in dem die Wirtschaftskraft eines Landes wächst, man aufrüsten muss. Und umgekehrt, etwa jetzt beispielsweise, würde das bedeuten, also wir könnten dann, wenn wir die 2% haben, könnten wir gut wieder abrüsten, weil gerade die Wirtschaft schrumpft. Also wenn irgendeine Kennzahl meiner Meinung nach schön klingt, aber keinen Sinn macht, dann ist es diese Zahl. Und deswegen finde ich, mal abgesehen, wie gesagt, was alles drinsteckt in den 2%. Und deswegen gehöre ich da ganz eindeutig zu denen, die sagen, es hat überhaupt nichts mit Untreue zur NATO zu tun, wenn ich sage, die 2% sind nicht okay. Das sehen aber auch Parteikollegen anders. Ich finde, das ist eine Debatte, die müssen wir führen. Ich finde wirklich wichtiger, dass man sagt, mit der Wirtschaftskraft dürfen die 0,7%, die für internationale Zusammenarbeit und für friedliche Koexistenz ausgegeben werden, die dürfen dann ruhig wachsen, weil das hat tatsächlich was damit zu tun, dass ein Land, das sich mehr leisten kann, automatisch auch mehr davon anderen geben kann, um auch auf die Füße zu kommen. Bei Rüstung macht das keinen Sinn, zumal also auch große Länder im Zweifel, wenn sie nicht gerade die Welt führen wollen, im Zweifel mit weniger auskommen als kleine Länder. Also ich finde diese Zahl, es tut mir leid, an der lasse ich nicht meine Kooperationsbereitschaft und meine Treue zum Verteidigungsbündnis zum Nordatlantischen festmachen. Vielen Dank. Dann würde ich mich jetzt an meinem kleinen Fazit versuchen. Außer Sie haben noch ein Fazit, was wir vorwegschieben sollen, Herr Walter Borjans. Nur, dass ich, wie Sie vielleicht oder hoffentlich auch gemerkt haben, es schön finde, dass es diese Formate gibt, dass ich Ihre Arbeit absolut schätze und toll finde, dass Sie sich für diesen europäischen Gedanken einsetzen. Dass ich toll finde, wenn viele, vor allen Dingen auch junge Menschen teilnehmen und Fragen stellen. Und insofern, für sowas stehe ich immer wieder zur Verfügung, weil es ein Teil sein muss, wenn wir Menschen mitnehmen wollen, dann kann man das nicht im geschlossenen Kämmerchen machen. Und es geht auch nicht nur mit Euro, die irgendwo hin und her geschoben werden, sondern es hat was mit Überzeugung zu tun und die kriegen wir am besten so gemeinsam hin. Danke. Super. Mein Fazit wäre, in Anbetracht Ihrer bildhauerischen Fähigkeiten und Leidenschaften. Das Europa ist wie ein roher Diamant, der weiter geschliffen werden muss, und zwar mit Visionen und mit Geduld, aber auch mit Bestimmtheit und mit Präzision. Und wenn man unvorsichtig ist, dann passieren Fehler. Es sind also Vorsicht und Augenmaß geboten und unser aller Kreativität. Sehr schön. Ja, dann bleibt vielleicht an dieser Stelle von mir gar nicht viel mehr zu sagen, außer herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Walter Borjans, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu diskutieren. Das waren, glaube ich, viele spannende Themen, die wir natürlich nur punktuell anreißen konnten. Und ich hoffe, dass da auch viel Anregung da war, genau diese ganzen Fragen auch weiter zu diskutieren. In verschiedenen Kreisen. Auch dir, Heidi, danke für die Moderation. Und noch ein großes Dankeschön an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie irgendwie noch auf dem Laufenden bleiben wollen, was unsere Kompen-Veranstaltung angeht, einfach in den sozialen Medien, auf Twitter, auf Instagram oder auf Facebook folgen oder sich auf unseren Veranstaltungsverteiler setzen lassen. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr und sie sich genauso rege weiterhin an der Diskussion beteiligen wie heute. Wir konnten leider nicht alle Fragen dran nehmen. So ist das immer, es ist nie ausdiskutiert. Von dem her, nehmen Sie die Fragen weiter mit. Und ich wünsche allen einen schönen Abend und nochmal herzlichen Dank an Sie beide. Danke auch. Danke ebenfalls. Tschüss. Tschüss.